Entschuldigung, da liegt eine Verwechslung vor. Die SPÖ hat bei ihrem Parteitag am Samstag den Falschen zum Sieger gekürt, nämlich Hans-Peter Doskozil. Gewonnen hat aber eigentlich Andreas Babler. Was für eine unglaubliche Panne, die da bei der Auszählung der Delegiertenstimmen passiert ist. Wie hat es dazu kommen können? Wie steht die SPÖ jetzt da? Und wie sieht die Zukunft der Partei aus, die jetzt doch Andreas Babler führen wird, sofern nicht wieder etwas dazwischen kommt natürlich. Herzlich willkommen bei dieser Spezialausgabe von Politik Live. Ich freue mich über meine Gäste, die hier an meiner Seite Platz genommen haben. Und zwar sind das Alexandra Siegel. Sie betreibt Markt- und Meinungsforschung für das Hayek-Institut. Schönen guten Abend. Guten Abend. Peter Filzmaier, er ist Politologe und hier in ORF 3 immer wieder freitags im Einsatz. Ich freue mich, dass er auch an diesem Montag die Zeit gefunden hat, vorbeizukommen. Hallo. Guten Abend. Und eine Kollegin und einen Kollegen darf ich auch hier in der Runde begrüßen, nämlich die Journalistin Anneliese Rohrer. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und den Journalisten Herbert Lackner. Auch Ihnen einen guten Abend. Guten Abend. Ja, es war mal wieder einer dieser Tage in der österreichischen Innenpolitik. Als zum Mittag die Nachricht kam, dass die Leiterin der SPÖ-Wahlkommission eine Pressekonferenz geben würde, da haben schon manche vermutet, dass da etwas Großes kommen würde. Aber wie groß, das hätten sich die wenigsten denken lassen. Schauen wir uns das nochmal an. Des Weiteren muss ich berichten, dass mir ein weiterer außerordentlicher Fehler aufgefallen ist. Die Stimmzettel haben leider nicht mit dem digital verkündeten Ergebnis zusammengepasst. Aufgrund eines technischen Fehlers eines Mitarbeiters in der Excel-Liste wurde das Ergebnis vertauscht. Somit wurde am 3. Juni, am vergangenen Parteitag, Andreas Babler zum neuen Bundesparteivorsitzenden der SPÖ gewählt. Und ich möchte ihn an dieser Stelle herzlich beglückwünschen. Andreas Babler hat also die Kampfabstimmung gewonnen, nicht Hans-Peter Doskozil. Herbert Lackner, als ich das heute gehört habe, da ist mir der Mund offen stehen geblieben. Wie ist es Ihnen da gegangen? Ähnlich. Ich war ja dort am Parteitag und wir sind ganz hinten gesessen. Die Journalisten sind ganz hinten gewesen und hinter uns waren gleich die Wahlurnen, wo gewählt worden ist. Und es ist dann relativ schnell das Ergebnis gekommen. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen gehudelt. Aber ja, war es ja auch. Und es ist uns dann, ich will jetzt nicht die Leistung des Kollegen Thür schmälern, der das dann tatsächlich ins Rollen gebracht hat, aber es ist uns dort schon aufgefallen, dass da eine Stimme fehlt. Ja? Die Zahlen haben nicht zusammengepasst, der Stimme gehört. Aber jeder hat gesagt, na, ist egal, ob die jetzt auf der Seite oder auf der Seite dazu gerechnet wird, ändert das das Ergebnis nicht. Dass das dann solche Folgen hat, das ist schon eine bemerkenswerte Geschichte. Ne? Da ist ein bisschen gehudelt worden, obwohl die SPÖ in diesem Prozess eh sehr viel Zeit gelassen hat. Frau Rohrer, in unserer SPÖ-Doku, die wir vorhin gerade noch einmal gesehen haben, da sagen Sie zum Schluss im Hinblick auf diesen Machtkampf zwischen Babler und Doskozil, das ist noch nicht vorbei. Dass es so weitergehen würde, hätten Sie sich wahrscheinlich aber auch nicht gedacht. Hat so etwas in Österreich schon einmal gegeben? Nein, also ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, in 50 Jahren, dass es so ein Hoppala, nicht einmal bei ORF-Wahlen hat es das gegeben. Das ist so ein Hoppala. Ich kann es mir auch nicht erklären, weil, oder vielleicht nur tiefenpsychologisch wie Freudscher Fehler, weil es gibt doch nicht, dass so eine Partei nicht fähig ist, 608 Stimmen auszuzählen. Und zwar händisch, auf drei Haufen. Oder, ja. Ne, Doskozil, Babler und ungültig. Es gibt ist ja, irgendwas muss da passiert sein. Fragen wir mal die Expertin, wie es dazu kommen kann. Frau Siegel, Sie kennen sich ein bisschen damit aus, wie man Stimmen auszählt. Zuerst ist eine ungültige Stimme verloren gegangen und dann sind die Namen der Kandidaten vertauscht worden, sodass der Falsche zum Sieger gekürt worden ist. Mhm. Wie kann denn sowas passieren? Also ich kann es Ihnen aus Meinungsforschungssicht tatsächlich auch nicht erklären. Es ist heute den ganzen Tag vom technischen Fehler gesprochen worden. In Wirklichkeit muss es natürlich ein menschlicher Fehler gewesen sein. Es muss jemand einfach, ich weiß auch nicht, das falsch übertragen haben, die Namen verwechselt haben, was auch immer. Es ist aber natürlich ein desaströses Bild, das die SPÖ hier abgibt, denn das ist ja jetzt nicht der erste Fehler, sondern es haben sich ja die Pannen und die Peinlichkeiten auch offen gestanden aneinandergereiht. Und das ist jetzt halt heute der traurige Höhepunkt gewesen. Das heißt, Andreas Babler tritt sein Amt an, eigentlich mit einem durchaus schweren Rucksack auf den Schultern. Den technischen Fehler eines Mitarbeiters hat das, glaube ich, Michaela Grubeser, die Wahlkommissionsleiterin, etwas kryptisch genannt. Peter Filzmaier, es ging da um etwas mehr als 600 Delegiertenstimmen. Muss man dafür ein Computerprogramm einsetzen, um die auszuzählen, oder wäre das auch manuell gegangen?
Nein, das ist der größte außerordentliche Unfug, der da gemacht wurde. Mir ist schleierhaft, warum ich eine Excel-Datei zur Auszählung von 600 Stimmen brauche. Und ich war heute im Journal Panorama auf Österreich 1 im Radio mit Robert Stein, langjährigen Leiter der Wahlabteilung im Innenministerium. Und der hat das ganz banal erklärt. Er ist auch SPÖ-Mitglied und war Gemeinderat, wie das gemacht werden sollte. Da werden, wie die Frau Eurer schon angedeutet hat, schlicht und einfach die Stimmzettel auf Stapel gelegt, zunächst 10er Stapel für jeden Kandidaten, dann macht man daraus 100er Stapel und dann wird das gezählt. Und es wird ein zweites Mal auf jeden Fall gezählt und ein drittes Mal, und sollten dann die Zählergebnisse voneinander abweichen, dann muss ich 10, 15, 20 Mal so lange weiterzählen, bis ich dreimal hintereinander das gleiche Ergebnis habe. Und was mir auch schleierhaft ist, selbst wenn dann in einer Excel-Datei, wenn man sie denn schon hat, ein Mitarbeiter das falsch eingibt, dann muss doch jedes Mitglied der Wahlkommission merken, hoppla, das stimmt schlicht und einfach nicht. Und da können wir nicht rausgehen und das verkünden. Das ist ein letztlich aber, es wäre ja lächerlich, aber ein demokratiepolitischer Flurschaden und natürlich vor allem ein Vertrauensverlust für die SPÖ, weil Mitglieder der SPÖ sitzen bei jeder Nationalrat-, Landtags-, Gemeinderatswahl in Wahlkommissionen. Und was macht eine Wahlkommission dort in jedem Sprengel? Dafür zu sorgen, dass richtig gezählt wird. Finde den Fehler. Gemerkt hat es auf jeden Fall einer, nämlich mein Kollege Martin Thür. Das ist zumindest der Erste, der es öffentlich gemacht hat. Herr Lackner, Sie haben ja schon selbst gesagt, auch am Parteitag ist das einigen aufgefallen. Aber was, wenn Martin Thür diesen Tweet nicht abgesetzt hätte? Hätte man dann einfach akzeptiert, dass da etwas nicht stimmt? Ja, man stelle sich das einmal vor, man kommt später drauf. Ja. Man stelle sich vor, nächste Woche oder übernächste Woche oder in einem halben Jahr erzählt irgendwer noch einmal diese Stimmzettel, bevor man es wegschmeißt, und kommt dann drauf, holla, wir haben einen falschen Vorsitzenden. Ne? Also das wäre dann noch die noch schlimmere Situation gewesen. Aber es ist schlimm genug. Also das braucht auch noch ein bisschen mehr Aufklärung, weil das sowas wieder wie der Dr. Filzmeier richtig gesagt hat, die sitzen ja alle, ich war auch schon in Wahlbeisitzer in so Wahlkommissionen, und da gibt es 5 oder 6 Parteien, und da werden halt 5 oder 6 Stapel gemacht und nachher zählt man das durch. Und alle zählen mit und sagen, ja, das stimmt, dann wird das niedergeschrieben, alle unterschreiben hinterher und das wird dann eingeschickt. Und das sind 2 Kandidaten und das funktioniert nicht. Also das ist ja unglaublich. Und da sind dort 15 oder 18 Personen gesessen in dieser Kommission. Also da hat nicht einer versagt, sondern da haben 15 versagt in Wirklichkeit. Ja, das war irgendwie nicht der Wunsch, der Vater der Auszählung, aber irgendwie die Erwartungen, die es ja schon vorher gegeben hat, also gut, der Babler mit seinem Marxismus und seiner EU-Ding hat eigentlich keine Chance, es wird sowieso der Doskozil. Und ich glaube, das hat so eine Atmosphäre. Doskozil, wunderbar, Hammer. Es war, wenn ich nur sagen kann, die Stimmung am Parteitag war so, dass am Beginn hatte ich den Eindruck, wenn man mit Leuten geredet hat, alle haben erwartet ein 60-40 Ergebnis zugunsten von Doskozil. Dann hat Babler diese feurige Rede gehalten und Doskozil da ein bisschen eine fade Rede gehalten, und dann haben alle gesagt, na, es wird knapper werden als diese 60-40. Ja? Gut, dann ist rausgekommen 53-47, und ich habe gesagt, na, das ist logisch irgendwie, ja? So von der Stimmungslage im Saal her. Das ist ganz anders war dann, naja, das wissen wir jetzt. Aber es ist ja in der SPÖ eine Katastrophe, weil auch da war die Erwartung, der Parteitag wird nicht hergehen und das Ergebnis der Mitgliederbefragung konterkarieren. Aber genau das wollen wir noch passiert. Ausführlich darüber sprechen, Peter Filzmeier? Also ich habe weniger tiefenpsychologische Erklärungen. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Und Hans-Peter Doskozil hat selbst heute in seiner Pressekonferenz gesagt, jeder Spott und Häme ist berechtigt. Also leiste ich mir das auch. Irgendwie können die nur bis 20 zählen, wenn sie auch die Schuhe und Socken ausziehen. Und dann wird es kompliziert. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Das neue Ergebnis ist einerseits umgedreht, aber es hat wundersamerweise nicht die gleiche Stimmenzahl, sondern es gibt jetzt je eine
Stimme mehr für beide Kandidaten, könnte man wieder sagen, naja, ändert ja nichts. Aber jetzt wird ein drittes Mal auf Wunsch von Andreas Babler ausgezählt. Man stelle sich nur vor, Babler bleibt vorne, aber es gibt ein weiteres abweichendes Ergebnis. Das disqualifiziert ja jeden in dieser Partei. Und wie gesagt, in der Wahlkommission ist ja nicht nur eine Person, die vielleicht sich als die nicht hellste Kerze auf der Torte erweist und einen Aussetzer hat. Da sitzen ja viele. Da muss ich doch sagen, irgendwas stimmt nicht zusammen. Ob es jetzt das richtige Ergebnis ist, darüber wollen wir noch ausführlich sprechen. Nehmen wir da jetzt noch nicht zu viel vorweg. Die Häme und der Spott sind jetzt natürlich groß. Besonders bitter ist das Ergebnis für Hans-Peter Doskozil. Und wie er darauf heute reagiert hat, das wollen wir uns jetzt anhören. Mit den Ereignissen des Tages konfrontiert, muss man durchaus auch sagen, das ist mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad ein Tiefpunkt für die österreichische Sozialdemokratie. Es ist unbestritten, das Wahlergebnis so zur Kenntnis zu nehmen. Das ist auch ein richtiges Wahlergebnis. Das ist das Ergebnis des Parteitages. Und somit möchte ich auch an dieser Stelle Andreas Babler zum Gewinn dieser Wahl und natürlich auch zum Vorsitz der Bundespartei recht herzlich gratulieren. Sie können sich vorstellen, dass das nicht nur für die Sozialdemokratie, sondern auch für mich persönlich auch kein angenehmer Tag ist, keine angenehme Situation ist, aber Wahlergebnisse muss man zur Kenntnis nehmen. Einen Tiefpunkt der Sozialdemokratie sieht Hans-Peter Doskozil im heutigen Tag, aber immerhin, er erkennt das Ergebnis an. Frau Rohrer, wie hat Hans-Peter Doskozil bei dieser Pressekonferenz auf Sie gewirkt? Ist er ein guter Verlierer? Oh, ich glaube schon, das ist anständig. Ja, ich, auf der anderen Seite, was hätte er machen können? Hätte er weinen sollen, das wäre nicht entsprechend gewesen. Wäre aggressiv, hätte jeder gesagt, das ist ein schlechter Verlierer. Also ich glaube, er hat das ganz gut hinkriegt. Ich habe nur was dagegen, der Sozialdemokratie die Schuld zu geben, weil da ein paar Funktionäre nicht zählen können. Das hat mit der Sozialdemokratie überhaupt nichts zu tun. Die Politik der SPÖ hat das ganz anders. Anderen Gründen vielleicht ist sie am Tiefpunkt angekommen, aber die warme Sozialdemokratie sicher nicht. Das stimmt und man muss auch korrekterweise ein paar Dinge klarstellen. Erstens, die beiden Kandidaten konnten gar nichts dafür. Die Politik der SPÖ natürlich auch nicht. Man muss auch darauf verweisen, wir waren auch schon mal nicht ganz dicht in diesem Land, nämlich rein klebstofftechnisch 2016, als ein Präsidentschaftswahltermin verschoben werden musste, weil die Briefwahlkuverts sich nicht ordentlich zubicken ließen. Aber man muss auch anerkennen, dass die Krisenkommunikation in den ersten Stunden nach monatelangem Chaos komischerweise funktioniert hat. Also nicht nur bei Doskozil, die Anerkennung des Ergebnisses, das haben alle nennenswerten SPÖ-Funktionärinnen und Funktionäre, die sich geäußert haben, heute getan. Man hat sich entschuldigt, hat nicht versucht, irgendwas zu beschönigen. Auch das ist sicher da eine richtige Krisenkommunikation gewesen. Nur, Frau Rohrer, Sie haben es angesprochen, es war ja unbestritten die große Herausforderung für den neuen Parteichef, je nachdem, wer es je nach Tag gerade ist, ist es wieder die Gräben zu überbrücken. Und das ist jetzt nach einem Wechsel, wo natürlich das eine Lager schon gejubelt hat, das Doskozil-Lager, vielleicht auch ein bisschen versteckt gespottet. Jetzt das Babler-Lager umso mehr jubelt. Und vielleicht ist es noch nicht beendet, das Auszählungschaos. Also diese Aufgabe ist ja viel schwieriger geworden. Sehr guter Punkt. Als vermeintlicher Sieger hat Doskozil vorgestern Andreas Babler auf die Bühne geholt und an ihn appelliert, jetzt gemeinsam voranzuschreiten. Wird er das jetzt als Verlierer auch so handhaben? Naja, ich glaube, zuerst muss man auch noch eines sagen. Diese ganze Misere hat begonnen mit Doskozil. Er hat begonnen damit, gegen die amtierende Parteivorsitzende zu agitieren. Das darf man nicht außer Acht lassen. Er tut mir jetzt leid, weil das ist furchtbar, wenn das sowas passiert. Aber wenn wir auch ein Körnchen Gutes suchen wollen in dem Ganzen, das ist das kleine Körnchen, dann ist es das, wenn dass am Parteitag dieses Ergebnis schon so bekannt geworden wäre, dann hätte das Doskozil-Lager wahrscheinlich gesagt, da schau her, die Funktionäre am Parteitag sehen die SPÖ anders oder den Vorsitz anders als die Mitglieder. Die Mitglieder haben mir die Mehrheit gegeben, die Funktionäre geben dem Babler die Mehrheit. Das hätte ein bisschen das Ergebnis getrübt. Das ist jetzt natürlich alles, durch diesen Wirbel ist das alles überlagert worden und Doskozil sagt das nicht jetzt mehr und das ist auch kein Argument, das jetzt auch noch ziehen würde. Ne? Aber er hätte eigentlich eine Wiederauszählung verlangen können, hätte er.
Ja, hat er vornehmlich wird vielleicht gemacht. Eh noch dreimal gezählt werden. Ja. Sie haben natürlich recht, Herr Lackner, dass dieses Argument bei der Mitgliederbefragung war ich doch vorne, das ist Zeitgeschichte. Ja. Es gibt aber eine andere Gruppe, die menschlich verständlich ist, vielleicht so denkt, das sind nämlich die Anhängerinnen und Anhänger von Pamela Rendi-Wagner in der Mitgliederbefragung, auch wenn es kein Indiz dafür gibt, aber dass die jetzt denken, naja, und wir waren knapp Dritte in dieser Mitgliederbefragung, hinter Babler übrigens ganz knapp, und jetzt wollen uns dieselben Typen aus der Wahlkommission, die nicht mal 600 Stimmen auszählen können, weismachen, dass mit der viel komplizierteren Zusammenführung von über 100.000 Briefwahl- und Online-Stimmen, wo manche auch doppelt abgestimmt haben, das punktgenau gezählt wurde. Ja, da war ein Notar dabei und auch eine EDV-Firma, die hätten sie auch für die Excel-Datei offensichtlich gebraucht. Aber trotzdem, also aus dem Rendi-Wagner-Lager verstehe ich einfach, dass da jetzt, man hat eigentlich abgeschlossen, okay, man hat gerade noch, dass auch das nachgezählt wird und sich als falsch erweist. Genau. Frau Siegel, was sagen Sie? Müsste die Mitgliederbefragung jetzt vielleicht auch wiederholt werden? Ich glaube, die SPÖ wäre in Wahrheit gut beraten, wenn sie jetzt noch einmal auszählt, vielleicht auch noch dreimal auszählt, damit man sich wirklich ganz sicher sein kann, das stimmt jetzt, aber sich dann nicht mehr ewig mit der Causa zu beschäftigen, weil es schadet ihr einfach massiv. Also ich bin doch der Meinung, die SPÖ sollte schauen, dass sie hier hieb- und stichfeste Zahlen hat und sollte dann aber den Blick nach vorne lenken, weil wenn die SPÖ jetzt noch wochenlang sich weiter beschäftigt mit dem Ganzen, wochenlang nur dieses Thema hat, der neue Parteichef kommt nicht vom Fleck, weil er nur mit diesen Fragen konfrontiert ist. Ich glaube, sie tut sich nichts Gutes. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, die nächste Nationalratswahl ist zwar noch ein bisschen über ein Jahr plangemäß, aber trotz allem alle anderen Parteien beginnen sich vorzubereiten und die SPÖ sollte hier auch schön langsam den Blick in Richtung Herbst 2023 richten. Hans-Peter Doskozil richtet den Blick schon heute nach vorne. Schauen wir mal, wie er seine politischen Ziele definiert, denn dazu hat er sich in der Pressekonferenz auch geäußert. Mit einem Wahlergebnis muss man auch umgehen können. Ich für meine Person gehe auch damit aus meiner Sicht richtig um. Für mich ist das Kapitel Bundespolitik damit ein für alle Mal, auch das möchte ich an dieser Stelle sagen, abgeschlossen. Und ich werde aus der Position des Burgenlandes alles dafür tun, dass diese Partei wieder geeint wird und wieder zu einem gemeinsamen Erfolg geführt wird. Das Kapitel Bundespolitik sei für ihn abgeschlossen, sagt Hans-Peter Doskozil. Aber, Frau Rohrer, er hat sich auch schon mal aus den Gremien zurückgezogen und gesagt, er wird sich nicht mehr in die Bundespolitik einmischen. Wie glaubhaft ist das, wenn er jetzt wieder sagt, er ist schon mal weg? Ja, das finde ich sehr bedauerlich, dass er das gesagt hat. Wenn damit verbunden ist, dass er wieder den Präsidium und dem Vorstand fernbleibt, weil dann geht das Spiel von vorne an, weil da ist er nicht glaubwürdig. Ja, dass er geht dort nicht hinein, das geht mich alles nicht mehr an. Das kann er eigentlich als SPÖ-Landeschef überhaupt nicht sagen. Das geht mich alles nichts mehr an. Also der Test in meinen Augen wird sein, geht er in die Gremien, geht er hinein, arbeitet er mit, geht er hinein oder bleibt er wieder draußen? Ist das Letzte, was die Bundespartei von Hans-Peter Doskozil gehört hat? Das ist realpolitisch nicht möglich, denn man hofft natürlich, dass sich das bei der nächsten Wahl ändert. Aber die höchsten Ämter, die man hat, sind drei Landeshauptleute, beziehungsweise einer, der auch zugleich Wiener Bürgermeister ist. Und damit ist auch Hans-Peter Doskozil automatisch beispielsweise immer wieder im Turnus Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, das zwar kein Gremium ist, das in der Verfassung verankert ist, aber viel Medienpräsenz garantiert. Und generell wird jedes Interview auch bundespolitische Fragen enthalten. Und er braucht sich ja nur räuspern, dass das überinterpretiert wird. Das muss er ja wissen. Und zu sagen, ich werde da ganz mich raushalten, das kann nicht klappen. Und generell ist das Problem für die SPÖ ja nicht, dass zum Gaudium sensationslüsterner Beobachter der Streit auf offener Medienbühne gleich so weitergeht, aber dass sich Teile, die jetzt enttäuscht sind, sei es, weil sie für Doskozil waren, sei es, weil sie für Rendi Wagner waren, in eine Art innere Emigration, und das, wie Alexandra Siegel richtig gesagt hat, bei einer bald nahenden Nationalratswahl und dem Wahlkampf zurückziehen, und das wäre schlimm. Herr Lackner, wie sieht es denn mit den Unterstützern und Unterstützerinnen von Hans-Peter Doskozil aus? Sind übers Wochenende schon personelle Pläne geschmiedet worden, Posten vergeben worden, die jetzt wieder frei sind? Na, die sollten ja morgen vergeben werden, ne?
Morgen tagt, glaube ich, der Parteivorstand. So war es geplant, ich weiß nicht, ob er immer noch tagt. Aber es war geplant, dass morgen der Parteivorstand tagt und dann diese wenigen Posten, die er in Wirklichkeit ja nur vergeben hätte können, das ist der Bundesgeschäftsführer oder Bundesgeschäftsführerin und Clubobfrau oder Clubobmann, ne? Viel mehr kann er ja nicht vergeben. Aber da wird er wahrscheinlich schon konkrete Vorstellungen gehabt haben und die können, die da vorgesehen waren, die müssen jetzt auch ein bisschen umdenken. Ne? Wobei Einspruch, es ist ein bisschen trickreicher beim Clubobmann oder der Clubobfrau. Natürlich soll da auf einen Vorschlag als versteckte Nominierung des Parteichefs gehört werden, aber formal ist es so, dass der Club diese abstimmt. Person wählen muss und in geheimer Wahl sogar abstimmt. Und der Club, man hat es bei der Selenskyj-Rede des ukrainischen Präsidenten im Nationalrat mitbekommen, ist extrem gespalten. Und wenn die SPÖ etwas nicht brauchen kann, ist es die nächste Kampfabstimmung. Ich glaube nur, die Erschöpfung ist so groß jetzt dort auch im Parlamentsclub, dass die heute dem Vorschlag gefolgt werden, um ja keinen Wirbel mehr zu machen. Touché, das ist ein praktisches Argument. Aber wenn er jetzt so tut, als hätte er mit der SPÖ überhaupt nichts mehr zu, im Sinn oder geht ihm alles nichts an, das wäre eigentlich ganz, ganz schlimm. Frau Siegel, das Haig-Institut hat ja eine Umfrage im Auftrag der SPÖ Burgenland durchgeführt, wonach Hans-Peter Doskozil die SPÖ erfolgreicher führen würde als Pamela Rendi-Wagner. Jetzt sind beide nicht mehr da. Weiß man, wie sich das für die SPÖ auswirken wird? Derzeit ist wahnsinnig viel im Fluss. Also ich kann aus jetziger Sicht seriös nicht sagen, wie die SPÖ mit Babler dastünde. Ich glaube auch, dass Babler bis zum Parteitag einigen in der Bevölkerung eben noch nicht so bekannt war. Jetzt ist er schlagartig allen bekannt, weil jetzt ist er Parteichef. Das heißt, hier tut sich wahnsinnig viel. Wir müssen einfach abwarten, was die nächsten Umfragen zeigen. Ich glaube, man muss auch länger warten, weil es sind jetzt unmittelbar vor dem Parteitag nicht von Ihrem Institut ausdrücklich dazu gesagt, aber einige Umfragen, die man auch nur als Unfug bezeichnen kann, kursiert. Und einerseits, ja, Babler ist noch nicht so bekannt. Das kann Chance genauso wie Gefahr sein, wenn er in der breiten Öffentlichkeit erst ein Imageprofil entwickeln will. Man muss aber auch länger abwarten, weil was sonst hätte ich gesagt, der Parteichef, wer auch immer, hat ein Momentum. Also eine positive Eigendynamik mit automatischer Medienpräsenz, die auch zu mehr Zustimmung führt, ist nicht ganz vergleichbar, aber nach Nominierungen von US-Präsidentschaftswahlen ist dieses Momentum manchmal sogar für einige Tage oder Wochen eine zweistellige Prozentzahl plus. Es pendelt sich nur dann ziemlich schnell wieder ein. Jetzt ist kein Momentum da. Babler hat, was er nach seiner Rede und alles gehabt hätte, diese Chance auf ein Momentum, ich bin jetzt der strahlende Sieger, nicht, sondern er muss sich vollkommen zu Recht betroffen zeigen, um Entschuldigung bitten. Und deshalb muss man meiner Meinung nach noch viel länger, wahrscheinlich Wochen oder Monate abwarten, bis die ersten auch bei seriöser Durchführung tauglichen Umfragen wirklich da sind. Dann werfen wir jetzt einen Blick auf Andreas Babler. Der hat sich nach Hans-Peter Doskozil heute zu Wort gemeldet. Wie ein strahlender Sieger hat er dabei aber nicht gewirkt. Ich möchte die Wahlkommission als Gremium ersuchen, gemeinsam die abgegebenen Stimmen nochmal zu überprüfen. Sollte das Ergebnis, das Michaela Grubeser heute in der Pressekonferenz verlesen hat, nach weiterer und genauer Überprüfung stimmen, dann werde ich das Amt und die Verantwortung, die mir die Mehrheit der Delegierten übertragen haben, übernehmen. Der heutige Tiefpunkt mit dem vertauschten Wahlergebnis ist für alle Beteiligten schmerzhaft und tut mir auch persönlich, nicht nur für Hans-Peter Doskozil, sondern für unsere gesamte Bewegung leid. Vorsichtig wirkt Andreas Babler da heute, als könne er es noch nicht so wirklich glauben. Kann man irgendwie verstehen, Frau Rohrer, würden Sie diesem Ergebnis jetzt trauen an seiner Stelle? Nein, ich würde auch, ich weiß nicht, 5 neue Auszählungen verlangen oder wie viele Leute notwendig. Sie haben gesagt, bis 3-mal dasselbe Ergebnis rauskommt. Ja, würde ich auch. Das ist schon interessant. Aber dass Doskozil das nicht gemacht hat, ja, finde ich bemerkenswert. Genau, Andreas Babler will das neu auszählen lassen. Doskozil akzeptiert das Ergebnis, vielleicht aus Kalkül heraus, weil er sich denkt, das muss sowieso wiederholt werden. Ich weiß gar nicht, ob es das Kalkül ist. Ich denke schon, bei Doskozil war eine gewisse Enttäuschung. Er hat sich jetzt schon darauf eingestellt, er ist Parteichef. Er hat schon die diversesten Überlegungen gehabt und heute kommt diese Nachricht. Also ich denke schon, er traut jetzt dem Ergebnis zumindest, dass es quasi in groben Zügen, wenn auch jetzt 2 Stimmen wieder
neu dazugekommen sind, dass es in groben Zügen stimmt. Und ich denke, vielleicht blickt er auch ein bisschen zurück und sieht, wie viele Wellen er jetzt auch selbst geschlagen hat mit seiner innerparteilichen Kritik, mit seiner Forderung nach der Mitgliederbefragung, schlussendlich der Parteitag. Und jetzt hat es doch nicht geklappt. Also ich denke, er will jetzt auch mit Würde das akzeptieren und jetzt nicht noch kämpfen bis zum letzten Millimeter sozusagen. Und er entschuldigt sich heute auch für Fehler, die natürlich gar nicht in seiner Einflusssphäre liegen. Ist das heute schon so eine Art erster Auftritt als Parteichef gewesen, der die Verantwortung für seine Partei übernimmt? Ja, er hat nicht viele Möglichkeiten jetzt. Er kann nicht triumphieren, weil dazu ist der Schock zu groß. Ne? Babler hat am Parteitag eine sehr feurige Rede gehalten, die sogar Fidel Castro Bewunderung abgerungen hätte mit diesem Temperament, mit dem er das vorgetragen hat. Mir hat aber trotzdem da einiges gefehlt in der Rede. Er hat verschiedene Dinge, manche Dinge gar nicht angesprochen. Ich an seiner Stelle, wenn ich er gewesen wäre, hätte ich diese Punkte angesprochen, die in den Wochen vor dem Parteitag für viel Wirbel gesorgt haben. Einerseits diese Marxismusgeschichte, die hätte er ja leicht erklären können, wie er das sieht. Und das Zweite ist seine Haltung zur EU. Also das hätte er dem Parteitag dort auch sagen können, wie die wirklich ist und da ein bisschen einiges zurechtzurücken. Das hat er nicht getan, das hat mich eigentlich gewundert und das hat mir gefehlt. Jetzt haben wir also wieder ein neues Ergebnis und das ist schon ganz schön erstaunlich. Aus diesem ewigen Zweikampf Doskozil gegen Pamela Rendi-Wagner ist ein Dritter als Sieger hervorgegangen, der noch vor ein paar Wochen gar nicht als Parteichef im Gespräch war. Wie hat Andreas Babler das geschafft? Er hat offensichtlich mit einer Politik der Gefühle gepunktet. Damit meine ich nicht, dass er keine inhaltlichen Punkte hätte. Vor allem auch sehr viele Forderungen von einer Verkürzung der Arbeitszeit, Mindestlöhne sowieso, bis hin zu tatsächlich Vermögenssteuern und nicht Vermögenszuwachssteuern. Allerdings Dinge, die teilweise auch in Parteiprogrammen und Beschlüssen der SPÖ verankert sind. Aber da ist es ihm gelungen, eben bis jetzt zu diesem Desaster ein Momentum zu erzeugen, das ich persönlich auch nicht in dieser Dimension erwartet hätte. Nur die Frage ist, über welche Zielgruppe sprechen wir? Zunächst ging es um die Mitgliederbefragung mit bis zu 10.000 neuen Mitgliedern, über 100.000 Personen, die abgestimmt haben, also relativ viel. Das ist mehr eigentlich jetzt für die Zukunft Bablers bedeutender, als wir haben 600 Delegierte abgestimmt. Nur, die Rechnung geht ja schon noch weiter. Die SPÖ hatte bei der letzten Wahl 1 Million Stimmen, knapp darüber. Und das bedeutet, dass im Umkehrschluss rund 900.000 SPÖ-Wähler, wenn ich jetzt davon ausgehe, alle Mitglieder haben die Partei gewählt, was nicht sicher ist, über deren Meinung wissen wir noch relativ wenig, weil es eben die seriösen Umfragen noch nicht gibt. Und eins noch drauf, und das ist die Gruppe, wo sich dieses Desaster jetzt um die Stimmauszählung besonders negativ auswirken könnte. Um wirklich im Rennen um einen ersten Platz dabei zu sein, braucht die SPÖ ja zusätzlich dieser 1 Million Stimmen, je nach Wahlbeteiligung, aber nochmal 300.000, 400.000, 500.000. Und die, naja, wenn man sagt, sie wundern sich, ist das noch die mildeste Bemerkung. Und die muss er mitnehmen und das wissen wir schlicht und einfach noch nicht, ob er die ansprechen kann. Momentan die SPÖ als Partei wohl ganz sicher nicht, weil das irgendeiner jetzt denkt, ich war Wechselwähler, aber hey, das Chaos habe ich mitgekriegt, jetzt wähle ich die SPÖ. Das erscheint mir keine sehr gute These. Wenn einmal ein bisschen Gras über dieses Chaos gewachsen ist, Frau Rohrer, kann dann die SPÖ mit einem Parteichef, der sich, der mit dem Marxismus flirtet, der die EU äußerst kritisch sieht, kann sie mit so jemandem Stimmen gewinnen? Das wird man sehen. Ich fand beim Parteitag schon bemerkenswert, also irgendwie mitten in der Rede von Herrn Babler haben wir gedacht, naja, das kann er schon zum Kippen bringen in seine Richtung. So war das angelegt. Es kommt drauf an, es ist was Neues, deshalb hat er es überhaupt so geschafft. Er bringt die Emotion hinein, die da das Konzil sicher nicht hineinbringt. Ja. Und das wiederum hilft jungen Leuten oder was weiß ich, Linken ganz gleich, auf die Sprünge. Und die rennen für ihn. Und daher würde ich das von vornherein nicht abschreiben. Wenn er dieses Momentum aller Amerika von Basis, Grassroots, wenn er das schafft, wenn er das bis zur Wahl durch, also erheilt, dann
kann das gar nicht so negativ sein. Ob das so ist, weiß ich nicht, weil dem gegenüber steht natürlich, wenn ich Gegner der SPÖ bin, sage ich, ich meine, die können nicht einmal Stimmen zählen. Wie wollen die da ein Budget zusammenzählen? Was kommt da raus? Ja, das ist so ein handwerkliches Desaster, ja, dass ich eigentlich als ÖVP oder Kickl oder so brauche ich gar nichts anderes machen. Erstens bringe ich den Marx, zweitens bringe ich die EU, drittens bringe ich, die können nicht einmal ihre 600 Stimmen zählen. Wobei das mit dem Budget als Vergleich würde ich als ÖVP lassen, weil es gab schon mal einen ÖVP-Finanzminister, bei der Budgetpräsentation ein Problem hatte mit einer Null, mehr oder weniger, ja, was betragsmäßig oder sogar drei Nullen ziemlich viel Unterschied macht. Für mich ist nur eines klar, dass die Strategiefindung, das heißt nicht, dass es eine erfolgreiche Strategie ist, für ÖVP und FPÖ damit leichter geworden ist. Weil gegen Babler, das sei der Marxist, das ist der Links-Linke, das ist der EU-Gegner etc. Nicht bei der FPÖ, bei der ÖVP ist das eine Strategie, weil die FPÖ will das ja selbst besetzen. Da hätten sie bei Doskozil viel mehr lavieren müssen, vor allem die ÖVP, weil ja Babler auch deklariert die ÖVP als Koalitionspartner und zwar ohne Zurückrudern bisher, wie Doskozil ausschließt. Was ich insofern spannend finde und es für die SPÖ schwierig macht, damit schließt er eigentlich indirekt auch Dreiervarianten SPÖ, ÖVP und beispielsweise Grüne aus. Und das könnte durchaus nach der nächsten Wahl eine Variante sein, die der Bundespräsident präferiert, wenn die FPÖ Erster sein sollte, was sie momentan, Frau Siegel, ich glaube, Sie müssen es widersprechen, ja, oder bestätigen, momentan ist. Ja. Aber dann die Dreiervarianten, das ist, glaube ich, noch nicht ganz zu Ende gedacht, ja, auch auszuschließen, obwohl der Bundespräsident sie... Frau Siegel, ist eine sogenannte Mehrheit links der Mitte in Österreich möglich? Ich wollte gerade darauf zurückkommen. Es ist ganz, ganz schwierig. Also mit Doskozil wäre es noch eher vorstellbar gewesen, weil Doskozil eben auch rechts der Mitte Wähler angesprochen hat, vor allem Wähler der ÖVP, bis zu einem gewissen Grad in kleinerem Ausmaß auch Wähler der FPÖ. Da hätte er sich jetzt aber mit diesen Aussagen eh auch schon ein bisschen das Potenzial genommen rechts der Mitte, weil eben gerade FPÖ und auch ÖVP-Wähler ungern eine Mitte-Links-Regierung sehen würden. Das heißt, das wäre ohnehin schon schwierig gewesen. Aber er ist von seiner Themensetzung, von seiner Zuwanderungspolitik und auch von seinem ganzen Habitus her, hätte er eher dem entsprochen, was eben ein ÖVP-Wähler oder ein FPÖ-Wähler sich vorstellt. Babler ist schon sehr links positioniert. Der nimmt eher den grünen Stimmen weg, wenn. Das heißt, das ist für die Ampelkoalition, die er ja anstreben würde, dann ein bisschen ein Nullsummenspiel. Und dass gerade mit einem Kandidaten Babler jetzt wirklich eine Ampel möglich ist, ist auf jeden Fall sehr schwierig. Bevor wir jetzt gleich noch genau über die gesamtpolitischen Auswirkungen sprechen, bleiben wir noch kurz bei der SPÖ. Herr Lackner, durch diesen Führungskampf haben sich die Machtverhältnisse in der Partei vielleicht nicht verändert, aber zumindest sind sie in Frage gestellt worden. Die Wiener SPÖ, die als sehr mächtiger Zweig der SPÖ gilt, die hat zunächst Pamela Rendi-Wagner unterstützt und wollte dann Doskozil verhindern, ist in beiden Fällen gescheitert. Jetzt ist es Doskozil aber doch nicht geworden. Ist Michael Ludwig jetzt wieder oben auf? Na, er hat heute einigermaßen erfreut reagiert auf die Wahl Bablers. Nicht? Aber was man sehen muss, ist, dass die SPÖ also seit zwei Jahrzehnten einen Vorsitzendenwechsel nicht zusammenbringt. Wenn ich Sie erinnern darf, 1999, 2000 hat es zwei Kandidaten gegeben, Karl Schlögl am rechten Flügel der SPÖ und Kaspar Einemann am linken. Geworden ist dann auch ein völlig unerwarteterweise ein Dritter, nämlich Alfred Gusenbauer. Ja? So, der ist wiederum von Werner Faymann auf sehr unschöne Art gemeinsam mit der Kronenzeitung gestürzt worden, hat dafür aber dann am 1. Mai 2016 die Höchststrafe bekommen, nämlich am 1. Mai auf Marsch weggepfiffen zu werden. Also was Schlimmeres kann dir fast nicht mehr passieren, das heute ist vergleichbar ungefähr. Ja? So, dann ist Christian Kern gekommen, der sich dann irgendwie ein bisschen grußlos verabschiedet hat aus seinem Amt und Pamela Rendi-Wagner hingesetzt hat. Ja, und den Rest haben wir ja in Echtzeit jetzt mitverfolgen können. Nicht? Also die Partei bringt seit zwei Jahrzehnten eigentlich keinen ordentlichen Vorsitzendenwechsel oder mehr zusammen. Ja, und das ist schon ein Krisensignal. Lernen könnte die SPÖ aber auch aus ihrer Geschichte, nämlich insofern, als es ja schon vor kurzem eine Kampfabstimmung in Wien gegeben hat, Michael Ludwig gegen Andreas Schieder. Und Ludwig ist es dann tatsächlich gelungen, die Wiener Partei zu einen, indem er auch Mitglieder des gegnerischen Lagers bei sich eingebunden hat im Team. Wird das Andreas Babletz auch machen? Das muss er natürlich tun, wenn wir von der Wiedereinigung in der Partei sprechen. Nur
Herbert Lackner hat es angesprochen, es gibt im Wesentlichen kurzfristig, man ist ja nicht in der Regierung, nur zwei wichtige Ämter, die man besetzen kann. Das ist einerseits nicht von der formalen Bedeutung wichtig, aber die Bundesgeschäftsführung. Zunächst braucht Babler da aber auch jemanden, der tatsächlich der Manager der Partei ist, die Geschäfte im wörtlichen Sinne führt. Der Vorteil ist, hier ist er unbeschränkt, er kann theoretisch jedes Mitglied der SPÖ dazu machen. Das Zweite ist etwas sensibler eben im Club, wo die Auswahl beschränkt ist, weil es einer der Nationalratsabgeordneten sein muss. Und da haben wir schon angesprochen, dass der Club nicht gerade einig ist. Ich brauche dann auch wirklich große parlamentarische Kenntnis, auch Erfahrung. Aber es würde mich nicht wundern, wenn einer dieser beiden Posten an jemand, der eher sehr deklariert dem Doskozil-Lager zuzuordnen ist, geht. Aber bei der SPÖ zu spekulieren, was morgen passiert, das sollten wir, das haben wir auf die harte Tour gerade gelernt, sehr vorsichtig sein. Der könnte den Clubchef selber machen, er ist im Bundesrat. Ja, aber dann ist er bei den Nationalratssitzungen nicht dabei. Müsste jemanden seines Vertrauens. Das Dilemma ist, diese Person ist ja auch so wichtig, weil sie eine Gratiswerbung durch Medienpräsenz bekommt. Es werden hier auf ORF3, dem Parlamentssender, die Sitzungen übertragen. Es werden aber Ausschnitte gebracht in allen Zeit in Bildsendungen. Es werden Zeitungsberichte darüber verfasst. Es gibt automatische Medieneinladungen zu einer Runde der Club-Obleute. Ein Clubchef oder Clubchefin ist der logische Gesprächspartner. Das ist dann nicht Babler, der bei der Sitzung im Parlament, also im Nationalrat, nicht dabei war. Also das ist schon defizil. Aber nochmals, wenn wir dann schon spekulieren, obwohl es sinnlos ist, eine dieser beiden Personen relativ Doskozil nahe würde schon irgendwie Sinn machen. Aber man muss Andreas Babler zugestehen, bis heute, ich weiß ja nicht, wann er eine interne Information bekommen hat, wahrscheinlich nicht 16 Uhr, aber sagen wir 13 Uhr, 14 Uhr, wusste er das alles auch noch nicht. Ja? Also der grübelt wahrscheinlich auch gerade. Peter Filsmeier, apropos Zeit im Bild, ja. Sie haben da jetzt noch einen anderen Termin. Ich habe ein Rendezvous, ja. Ich darf mich an dieser Stelle bedanken und auch schon verabschieden, denn Sie müssen weiter ins ZIP2-Studio. Vielen Dank für den Beitrag und ich bedanke mich und entschuldige mich für die Unhöflichkeit, aber im Laufschritt und dort keuchend ankommen wäre nicht. Dafür haben wir alle Verständnis. Vielen Dank. Frau Siegel, so ein Fehler wie der da jetzt bei dieser Abstimmung passiert ist, der ist äußerst peinlich. Aber wie sehr wird er der Partei auf lange Sicht schaden? Ich würde das Langzeitgedächtnis der Wähler jetzt auch nicht überschätzen. Also wenn wir die letzten Jahre zurückblicken, was da alles war, jetzt nicht unbedingt an peinlichen Ereignissen, aber an unrühmlichen Ereignissen, begonnen mit Ibiza, dann die ÖVP-Chat-Affäre. Natürlich haben diese Dinge alle einen Einfluss, aber wenn wir uns gerade die Ibiza-Affäre anschauen, die scheint im Gedächtnis der FPÖ-Wähler schon wieder sehr weit weg zu sein oder überhaupt vergeben und vergessen. Das heißt, es hat schon einen Einfluss. Natürlich, es war jetzt unangenehm, aber man darf nicht unterschätzen, dass die Menschen auch in Wahrheit mit ihren alltäglichen Problemen und Themen beschäftigt sind. Das ist jetzt die Teuerung, das ist jetzt ein Wohlstandsverlust, den viele Menschen verspüren. Das heißt, hier, man belächelt das Ganze schon, aber ob die Leute sich jetzt wirklich die nächsten Monate darüber den Kopf zerbrechen werden, würde ich jetzt eher mal in Zweifel ziehen. Falls diese Krise die SPÖ jetzt weiter schwächt und andere Parteien, namentlich die ÖVP oder die Grünen, davon profitieren, glauben Sie, dass dann die Verlockung groß sein könnte, in Neuwahlen zu gehen? Ja, ich glaube, das werden sie nicht riskieren. Also das Meinungsbild derzeit ist in allen Umfragen so, dass Grüne und ÖVP gemeinsam 35% etwa haben. Und dass daraus dann 50% werden, das ist also äußerst unwahrscheinlich. Aufgrund der Situation, die Sie gerade geschildert haben. Also ich glaube nicht, dass Sie jetzt Neuwahlen machen werden. Es wird auch ein bisschen unsportlich ausschauen. Nicht? Also wenn jemand am Boden liegt, dann das Siegestor zu schießen, ist nicht elegant. Also das Siegestor schießt man schon in einem rassigen Match und nicht wenn jemand am Boden liegt. Die Zeiten haben sich geändert. Haben Sie auch an so viel Ritterlichkeit in der österreichischen Innenpolitik? Nein, ich glaube nicht an die Ritterlichkeit, ich glaube eher an die realistische Erklärung, dass sie sich im Moment, selbst wenn die SPÖ am Boden liegt, nicht so einen Zuwachs Grüne und ÖVP erwarten können, dass sich das für sie auszahlt.
Dann reden wir vielleicht ein bisschen konstruktiv darüber, was die SPÖ aus dieser Krise lernen kann. Was haben die vergangenen Wochen, was haben die vergangenen Monate auch Positives gebracht? Ja, also da gibt es alles, 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 es gibt alles neu zu lernen, wenn man das bis zum Zählen hin. Also muss alles neu gelernt werden. Begonnen hat es damit, einmal, dass es eben diese Querschüsse die ganze Zeit gegeben hat, auch zu einer Zeit, als die SPÖ bei 30% lag, ja, also unter Randy Wagner. Und dann sind diese Pfeile aus dem Burgenland gekommen und dann war das alles wieder vorbei, weil bei jedem Interview hat dann die Parteivorsitzende wieder erklären müssen, was sie von Hans-Peter Doskozil hält und nicht, was sie von der Inflation oder von anderen Fragen hält. So hat es einmal begonnen. Also dass sie Loyalität muss die SPÖ lernen. Das Zweite, was sie lernen muss, ist, dass man das Handwerk, man kann nicht eine Mitgliederbefragung machen, bei der es keine Regeln gibt. Und dann werden die Regeln im Marsch, werden die Regeln dann geändert. Und dann plötzlich dürfen dann neue Mitglieder sich eintragen lassen, die dürfen dann sogar kandidieren und dann kandidieren 70, die müssen aber dann 30 Unterschriften bringen und bringen die nicht zusammen. Also das war ja das totale Chaos vorher schon. Das ist ja jetzt nur mehr das Schlagobershäubchen drauf, auf dem ganzen Chaos. Also da muss man viel lernen und das ist eine schwierige Aufgabe, die sowohl Andreas Babler als auch sein Beraterstab, den er sich dazulegen wird, die müssen das orchestrieren. Frau Rohrer, rächt sich am heutigen Tag, dass die SPÖ da so Hals über Kopf in diesen ganzen Prozess hineingestürzt ist, von der Kampfabstimmung über die Mitgliederbefragung zu diesem Sonderparteitag? Ja, selbstverständlich rächt sich das. Es ist alles nicht durchdacht. Aber noch einmal, bei allem Mitleid, das jetzt jeder von uns für den Herrn Landeshauptmann in Eisenstadt hat und zu Recht, man darf nicht vergessen, er hat diese Lawine losgetreten. Und im Wissen, dass die Parteizentrale in der Löwestraße personell und handwerklich offenbar überhaupt nicht in der Lage ist, das anständig abzuwickeln. Dafür hat man wieder der Frau Dr. Randy Wagner die Schuld gegeben. Aber losgetreten und in diese Situation hat Herr Doskozil die Partei gebracht. Ich meine, sehr zum Erstaunen von uns allen waren die handwerklich nicht in der Lage, das überhaupt durchzudenken. Aber ich meine, dass der Herr Deutsch nicht wirklich die beste Besetzung für die Parteizentrale war und offenbar, der kommt ja aus einer alten Generation irgendwie, der hat überhaupt nicht gewusst, wie ihm geschieht, was ihm da plötzlich abverlangt wird an Organisation und basisdemokratischer Organisation. Also, ja. Das führt uns dann wieder zurück in die Geschichte der SPÖ und jetzt schauen wir aber zum Schluss noch in die Zukunft. Wie wir gerade hören, wird das Ergebnis morgen tatsächlich noch einmal ausgezählt werden. Frau Siegel, wird Babler jetzt als Chef halten oder kommt noch einmal alles ganz anders? Ich denke schon, dass viele in der Partei nach den letzten Wochen und Monaten ein Stück weit genug haben von diesen internen Machtspielen, von diesem Fraktionieren, das da stattgefunden hat. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich die Partei eben auch, weil die Nationalratswahl nicht mehr so weit entfernt ist, mit der Zeit dann doch hinter Andreas Babler sammelt. Schlussendlich, er wurde auch gewählt. Er hat ja auch, wie schon vielfach angesprochen wurde, eine sehr mitreißende Rede gehalten. Hätte er nach dieser Rede einfach wäre er da zum Parteichef gekürt worden und wäre so hinausgegangen, dann würde es ganz anders ausschauen für ihn. Es ist jetzt halt durch diese Auszählungspanne, dass ihm das alles ein bisschen zusammengehaut wurde. Aber grundsätzlich hätte er schon aus meiner Sicht so eine Art neuen Schwung in die Partei hineingebracht, sie ein Stück weit belebt. Er hat sehr klare Meinungen, nicht jeder stimmt da immer überein mit ihm. Also er hat seine Ecken und Kanten, aber ich würde schon sagen, dass er grundsätzlich einen neuen Schwung hineingebracht hat. Und der Partei bleibt jetzt eigentlich nicht viel was anderes übrig, als in Richtung Nationalratswahl auch den jetzt zu nutzen und das Beste aus der jetzigen Situation zu machen. Herr Lackner, Sie haben das Schlusswort. Bleibt es Babler oder kommt noch einmal alles ganz anders? Na, das wäre das Beste, wenn noch einmal gezählt wird und jetzt wieder Doskozil gewinnt. Also das wollen wir uns ja doch nicht vorstellen. Und auch, dass der Parteitag wiederholt wird und alles, das wäre ja eine Katastrophe für die SPÖ. Nicht? Also vielleicht die sauberste Lösung. Aber vom Fristenlauf her, der Parteitag würde dann irgendwann im Juli stattfinden und da ist
die Hälfte der Delegierten dann auf Urlaub. Also, nein, da will ich ja gar nicht dran denken. Also da können wir da gleich sitzen bleiben und uns da in Permanenz unterhalten über diese Katastrophe. Ich nehme wohl an, dass das Ergebnis bei Babler bleiben wird. Also das. Auch wenn es sehr schön war mit Ihnen, wir bleiben hier nicht sitzen. Hans-Peter Doskozil sagt in seiner Pressekonferenz, es kann jetzt nur besser werden für die SPÖ. Schauen wir mal, ob er recht hat. Jedenfalls wird es sehr, sehr spannend bleiben. Ob die Zustände bei der SPÖ eher eine Verwechslungskomödie oder doch ein Drama sind, das ist Ansichtssache. Hier bei uns geht es jetzt jedenfalls lustig weiter mit Nir Varanis Pointenfeuerwerk. Und morgen ab 9.30 Uhr erfahren Sie wieder alles Aktuelle zur SPÖ und zu den sonstigen Geschehnissen auf der Welt bei meiner Kollegin Elisabeth Vogel in ORF 3 aktuell. Ich bedanke mich jetzt bei all meinen Gästen für die lebhafte Diskussion und bei Ihnen zu Hause für das Interesse. Haben Sie noch einen unterhaltsamen Abend mit ORF 3. Auf Wiedersehen.